Die Warenhausketten Kaufhof und Karstadt werden fusionieren. Der Karstadt-Eigner René Benko und seine Signa Holding sowie der nordamerikanische Kaufhof-Eigner HBC hatten sich bereits Anfang Juli auf eine Zusammenlegung der beiden Ketten verständigt. Nun stimmten auch die Banken der Transaktion zu, sagten mehrere Insider am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Blockade habe bei den Verhandlungen nicht im Raum gestanden. Bereits Ende August hieß es, eine endgültige Einigung auf die Fusion sei nur noch eine Frage von Wochen. Ein HBC-Sprecher wollte diese Angaben nicht kommentieren und verwies auf frühere Erklärungen des Konzerns. Ein Signa-Sprecher war zunächst nicht zu erreichen. Die Fusion wird nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zu einem Kahlschlag beim Kaufhof-Personal führen. Beim Kaufhof würden im Zuge der Zusammenlegung mit dem Konkurrenten 5.000 der 20.000 Arbeitsplätze gestrichen, berichtete das Blatt am Donnerstag. Auf die verbleibenden Mitarbeiter komme ein Sanierungstarifvertrag mit schlechteren Konditionen zu. Insider hatten Reuters gesagt, Benkos Holding Signa solle mit knapp 51% etwas mehr als die Hälfte der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen bekommen und das operative Geschäft mit ihrem Handelsexperten, dem Karstadt-Chef Stefan Vanderl, managen. Kaufhof-Eigner HBC würden bei dem Deal voraussichtlich knapp 1 Milliarde Euro für Benkos Anteile am operativen Geschäft und den Warenhausimmobilien zufließen.